Heute ist ein ganz, ganz besonderer Schultag, auf den ich mich schon sehr lange freue. Der kommt nämlich höchstens alle 2 Schuljahre mal vor. Heute werden meine Schülerinnen und Schüler, jeder einzelne von ihnen, wird Junior Birkenbiel Practitioner. Falls ihr schon andere Videos hier aus meinem Schulzimmer gesehen habt, dann wisst ihr vielleicht, dass meine Schülerinnen und Schüler sich über längere Zeit mit dem Thema Gehirn und Lernen befasst haben. Sie haben also schon sehr, sehr viel Grundwissen zu diesem Thema. Sie kennen verschiedene gehirngerechte Lernmethoden und eben auch die Hintergründe dazu. Aus den Modulen 1 und 2 des Birkenbiel-Lehrgangs, der ja eigentlich für Erwachsene ist, sind die Inhalte also bekannt. Und wir setzen heute mit einem Seminartag noch einen drauf, vertiefen uns noch in weitere Themen, werden noch Neues erfahren und zum Abschluss gibt es dann eben den Junior Birkenbiel Practitioner. Ich verbinde das möglichst immer auch mit anderen Schulfächern und die Schüler hatten im Fach Deutsch die Aufgabe, mal in die Zukunft zu blicken und so zu tun, als würden sie 15 Jahre älter sein. Sie haben dann Texte geschrieben, was sie dann so tun, was für einen Beruf sie vielleicht haben, haben sie schon Familie, Hobby und so weiter. Und das ist so geschrieben worden, als wären sie eben an diesem Seminartag und würden sich da vorstellen. Und wenn die Schüler gleich kommen werden, dann haben sie eben die Aufgabe, so zu tun, als wären sie 15 Jahre älter. Also sobald sie unten ins Schulhaus reinkommen, wandeln sie sich und sind 15 Jahre älter und alle erwachsen. Ich bin sehr gespannt, wer da gleich zur Türe reinkommt. Heute werde ich sie auch alle siezen, per Sie ansprechen. Hier sind jetzt alle Namenstäfelchen bereit, damit sie wissen, wo ihr Platz ist, also ganz so wie an einem Seminartag. Im Anschluss werden wir dann die Übergabe machen mit den Zertifikaten. Und was die Schüler nicht wissen, die Eltern haben extra für sie, so wie sich das bei so einer Übergabe gehört, einen Apero organisiert und werden das dann hier vor dem Schulhaus alles aufstellen, herrichten. Und davon wissen die Schüler nichts. Das ist dann noch die Überraschung im Anschluss. Ich werde heute ab und zu filmen, sodass ihr einen Einblick habt. Viel Spaß dabei. Da ist noch ein Platz, genau. Jetzt sind wir, glaube ich, vollständig. Wunderbar. Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir endlich wieder hier im Schulzimmer uns treffen können. Vor allem auch diese KGAS zeichnen, ausprobieren, austauschen, schauen, was andere gemacht haben und so weiter. Das ist also der Überblick über den Tag. Ich habe für Sie jetzt gerade ein paar Quizfragen. Sie können Ihre Annahmen einfach aufschreiben. Das wird nicht eingesehen von mir. Also Sie dürfen einfach raten. Es gibt keine Noten oder so. Okay? Da kann man nicht raus aus der Denkschiene. Und das mal selber auszutesten. Lehrer, die lernen, ist ja eine Rarität. Solche, die im Seminar sind, sind ja nicht gemeint, wenn ich das sage. Wir meinen die ihrer Kollegen, die nicht gekommen sind. Ist auch klar. Da müssen wir uns ein Selbst. Werden wir jetzt mal schauen, wir sind ja jetzt in der Ecke Imitation, wie man Schuhe auch noch knoten könnte. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, wie hätten Sie denn gerne diese Info? Ich zeige Ihnen nämlich eine neue Version des Schuhebindens. Es gibt 3 mögliche Varianten. Man könnte jetzt sagen, okay, ich beschreibe einfach mal beobachten. Und ich frage nach ein paar Fragen dazu. Man muss jetzt noch nichts machen, man kann einfach mal schauen. Okay, was würden denn Sie jetzt als Lernende sich wünschen, was da anders sein müsste, damit das klappen könnte? Herr Röhrdinger. Wenn der Schuh anders sein müsste.
Das Bild ist schon mal quasi verkehrt. Es ist verkehrt drum gefilmt, dass ich würde es dann schon gerne so sehen, wie ich auch meinen Fuß sehe. Genau, das ist ganz was Wichtiges. Das ist auch das, was die Dame vorher im Film gesagt hat. Ich habe mich immer so gedreht, weil ich wollte es in derselben Blickrichtung haben, wie ich es lernen muss. Genau, Frau Strasser. Viel langsamer, weil es ging alles so schnell und man konnte gar nicht richtig sehen, was die Person dort macht. Genau, es war viel zu schnell, wenn etwas neu ist. Wenn Sie das schon mal irgendwo gesehen haben, ja, dann geht es vielleicht schon als Erinnerung. Aber wenn ich das neu lerne, dann war das viel, viel zu schnell. Und jetzt muss man auch noch bedenken, das haben Sie auch schon gehört in anderen Seminartagen, dass es eben neuronal langsame Lerner gibt. Also es muss sehr, 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 sehr viel langsamer sein. Sonst ist es für die Menschen, die neuronal langsam sind, immer noch viel zu schnell. Okay? Gut, also andere Blickrichtung, viel langsamer. Was noch? Was würden Sie sich noch wünschen? Wir schauen schnell zurück in Modul 2. Sie erinnern sich sicher, die Hausmetapher mit dem Wissen und dem Können. Und ich bitte Sie jetzt kurz, sich gegenseitig nochmal die wichtigsten Fakten. Wo ist denn das Wissen zu Hause, das Können, welche Metapher, welche Lernkurve gehört dazu? Gerne auch schnell aufzeichnen auf Papier. Einfach das nochmal zum Auffrischen. Gut, ich habe gesehen, da ist noch sehr, sehr viel Wissen detailliert vorhanden, aber fassen wir es ganz kurz zusammen, falls da noch kleine Lücken sind. Wir haben ja die Hausmetaphern, die Hausmetapher, oben das Wissen, dort ist also alles, da kann ich sagen, ich weiß Bescheid, über zu Hause. Das Wissen aus Büchern, aus dem Internet, aus einer Weiterbildung wie heute. Und die Metapher ist das Wissensnetz und die Lernkurve mit der exponentiell verlaufenden Kurve. Und unten wäre das Können mit der berühmten Metapher von Manfred Spitzer vom Trampelpfad zur Autobahn und mit den verschiedenen Plateauphasen. Okay, machen wir es doch jetzt so. Sie dürfen einfach mal aufstehen und mal rumgehen und mal schauen, würde ich da merken, ist es jetzt ein Mitläufer oder ein Außenseiter? Und den Überblick. Mal separat vielleicht schnell drei Spalten machen. Einblick, Durchblick, Überblick darstellen. Mit möglichst einfachen Symbolen.
Und da darf man natürlich jetzt wieder wegkommen von Dreiecken und Vierecken, sondern da ist man jetzt wieder ganz frei im Zeichnen. Wir wollen ja noch miteinander den Abschluss jetzt zum Birkenbiel Practitioner feiern. Schon mal herzliche Gratulation, also so weit sind wir jetzt mal. Also wirklich bravo.